Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz von dem nächsten Heimspiel gegen SC Paderborn. Anstoß Sonnabend 14 Uhr im Ostseestadion logischerweise. Wir rechnen mit 8.000 bis 10.000 Zuschauern und die Stadionkasse wird um 12 Uhr öffnen, das Stadion um 12.30 Uhr. Christian Brandt. Wir haben definitiv zwei Spieler, die nicht mit dabei sein werden. Dennis Erdmann und Micha Gadowski, gesperrt. Ansonsten, wie sieht es verletzungstechnisch aus? Gibt es Ausfälle? Ist im Moment noch schwer abzusehen. Fabian Holthaus hat heute ganz locker trainiert, ist ein bisschen gelaufen. Hoffen wir, dass er fit wird. Und sonst waren eigentlich alle dabei. Klar, Ronny Gabuszewski ist im Aufbautraining. Sollte eigentlich jetzt auch dann mal bald wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren, aber dauert halt noch einen Moment. Sonst sind alle dabei. Perfekt, super. Dann können wir jetzt mit euren Fragen loslegen. Wie immer bitte ich um ein kurzes Anzeichen, damit Anja mit dem Mikro kommen kann. Sönke Fröbe von Ostseezeitung. Ich habe heute gelesen, dass der Kerem Bülbül wieder mit trainieren darf. Demzufolge auch ein Kandidat für den Kader am Sonnabend. Ja, wäre er schon, ja. Wenn er gut trainiert und besser ist, als die da sind, auf jeden Fall. Jan Dittjugait, NDR1 Radio MV. Haben Sie bei Timo Gebhardt jetzt schon solche Fortschritte feststellen können, dass das jetzt möglicherweise dann schon mal für mehr reicht als 20 oder 30 Minuten? Ja, muss man mal schauen, wie es bei Timo ist. Wir sind da mal in engem Kontakt, um zu sehen, wie er sich fühlt. Jetzt hat er 20 Minuten da in Zwickau gespielt oder 25 und mal schauen, wie es weitergeht. Kandidat für die Startelf? Mal schauen. Ja, nochmal. Sie haben jetzt natürlich ein Spiel vor der Brust, wo völlig klar ist, dass es da zum einen darum geht, den eigenen Abstand nach unten auszubauen und dann nicht den Konkurrenten noch ranzuholen. Sie hatten ja vor dem Lotte-Spiel, glaube ich, gesagt, dass es für Sie auch so eine Art Schlüsselspiel ist. Kann man das jetzt vergleichen, so von der Wertigkeit her? Nee, ist schon noch ein Stück weit anders. Wir haben 7 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegskandidaten und wir müssen ganz ruhig bleiben, cool bleiben. Paderborn hat sicherlich eine sehr, sehr große Drucksituation. Ist eine gute Mannschaft, aber wir müssen ruhig bleiben und versuchen da anzuschließen, wo wir ja leider in Zwickau noch 60 Minuten aufgehört haben. Sven Kriese, Antenne MV. Es wurde gerade gesagt, die haben eigentlich eine gute Mannschaft, haben gefühlt vor ein paar Monaten ja noch erste Liga gespielt. Wie ist sowas eigentlich erklärbar? So ein Absturz von der Bundesliga bis runter jetzt fast in die vierte Liga. Ja, das würde wahrscheinlich zu lange dauern. Also das ist das Gesamtkonstrukt und so tief bin ich da in der Materie bei Paderborn auch nicht dabei. Also sowas geht im Fußball halt relativ schnell. Und ja, aber das ist zum Glück jetzt mal gerade nicht unser Problem. Oliver Kramer von der Bild-Zeitung. Wenn Sie jetzt nochmal von der 45-Punkte-Marke ausgehen, die Sie anvisieren, jetzt sind noch 10 Spiele, quasi das letzte Saisonviertel. Wie entspannt oder wie gefährlich sehen Sie denn die Situation? Weil mitunter auch so ein bisschen von außen herangetragen wurde, wenn man sich so umhört, zwei, drei Siege und dann sind wir so ungefähr durch. Ne? Wie sehen Sie das entspannt oder sagen Sie, nee, wir sind schon in einer gefährlichen Situation, trotz dieses scheinbar komfortablen Abstands nach unten? Also was von außen herangetragen wird, das ist ja für uns nicht wirklich wesentlich, sondern wir haben ja einen realistischen Blick auf die Situation und auch auf die Tabelle. Und das ist nach wie vor so, dass wir in deiner Verlosung sind, dass wir hellwach sein müssen. Und wir wollen natürlich die Spiele für uns entscheiden, damit wir möglichst schnell die Punkte holen. Und das ist das wirklich Entscheidende. Jan? Sie haben im Augenblick genau 3 Punkte mehr als zum selben Zeitpunkt der vergangenen Saison. Dennoch sehen Sie eine klare, deutliche Weiterentwicklung innerhalb dieses vergangenen Jahres? Stellenweise schon, fußballerisch sicherlich, auch mit Höhen und auch wieder mit Tiefen, wo man sieht, dass wir was anderes probieren, dass wir versuchen, konstruktiver zu spielen, dass wir so ein bisschen die Spielart auch ja, weiterentwickeln wollen. Das ist klar, dass es dabei immer auch holpert. Das ist auch ein Prozess, der mir bewusst ist. Die Mannschaft setzt das um und das ist für mich das Wichtigste, dass sie daran glaubt, dass wir einen Schritt weitergehen wollen. Und dass das nicht immer 100% klappt, das ist uns auch klar. Zwischendurch fehlt uns auch allen nur ein bisschen, ja, vielleicht mal die Geduld, um diese Prozesse anzuerkennen. Aber wie gesagt, man muss immer sehen, woher wir kommen. Und diese Drittliga ist einfach kreuzgefährlich. Und da kann man einerseits versuchen,
sich weiterzuentwickeln, aber das funktioniert halt nicht, wenn man keine Punkte holt. Und ich glaube, dass wir natürlich so ein Spiel wie Zwickau in der ersten Halbzeit oder 60 Minuten gut gemacht haben und dann haben wir es leider nicht mehr so gut gemacht. Ich glaube, das ist ein Stück weit schade, auch in so einer Situation, wo man sich dann ganz weit von unten absetzen kann. Aber ja, das nehmen wir so hin. Aber wie gesagt, wir sind auf dem Weg und ja, daran arbeiten wir. Sven. Trotz der eben eingeforderten Geduld gab es beim letzten, oder besser gesagt nach dem letzten Heimspiel, auch Unmut auf den Rängen. Erhöht das so auch so ein bisschen den Druck vor dem Spiel jetzt? Ja, was heißt, also fordern tue ich ja schon mal gar nichts, weil ich bin ja Trainer und das, was ich fordere, ist einfach die Leistungsbereitschaft meiner Spieler und dass sie bereit sind, sich zu öffnen für neue Prozesse und neue Wege. Und das sind sie. Was auf den Rängen passiert, das können wir natürlich nicht beeinflussen. Wenn wir gut spielen, ist die Resonanz auch gut. Es ist nur auch so, dass die Leute immer halt die Gesamtsituation der dritten Liga sehen und sich wahrscheinlich auch wie sie fragen, ja Mensch, die dritte Liga, da ist ja so viel möglich, da kann man ja so schnell oben angreifen. Und darüber hinaus vergisst der eine oder andere dann halt auch, wo wir als Mannschaft stehen oder wo wir herkamen. Und das ist für uns manchmal nicht ganz so leicht zu Hause, das gebe ich auch zu, das beschäftigt natürlich auch die Spieler. Aber das sage ich den Jungs auch, wir müssen mit der Situation umgehen. Wir sind immer in der Pflicht, die Leute mit gutem Fußball zu unterhalten und dann auch dafür zu sorgen, dass sie alle hinter uns stehen. Weil ich weiß nicht, jetzt kommen vielleicht 8.000 oder 10.000 Leute und mein Anspruch oder mein Ziel ist es natürlich, irgendwann mal hier in einem Stadion zu spielen, wo 15.000 oder 16.000 sind, wo wir dann sehr, sehr gute Leistung bringen. Und das müssen wir uns verdienen. Und mit den Unmutsbegründungen müssen wir umgehen. Das gehört zum Job dazu. Danke. Paderborn hat jetzt 6 Spiele in Folge verloren, sind aber im Grunde genommen nie so richtig eingebrochen. Das waren alles knappe Niederlagen, meistens mit einem Tor, wo dann vielleicht auch mal irgendwie Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben haben. Für wie gefährlich hältst du die Mannschaft jetzt? Das Umfeld könnte ich mir vorstellen, die Fans, vielleicht auch wir, sagen, die haben 6 Mal verloren. Da sollte es eigentlich Pflicht sein, dass Hansa zu Hause gegen Paderborn gewinnt. Wie beurteilst du das? Also ich finde, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Also Paderborn ist wirklich eine gute Mannschaft von den Positionen her, von den Individualisten auch auf dem Feld. Und ich muss einfach nur an das Hinspiel denken. Das war einfach so, dass wir in der ersten Halbzeit unglaublich viel laufen mussten, um überhaupt erstmal diese Angriffe alle abzuwehren. Und wir haben dann damals zum richtigen Zeitpunkt die Treffer erzielt. Und das wird auch diesmal so sein. Wir brauchen viel Geduld, wir brauchen eine sehr hohe Laufbereitschaft, sehr hohe Grundaggressivität. Und diese 6 Spiele, die sie nicht gewonnen haben, die sind für uns eigentlich gar nicht so wirklich relevant. Klar, das ist eine Mannschaft, die jetzt nicht vor Selbstvertrauen sprühen wird, aber wir müssen sie in die Knie zwingen mit druckvollem Spiel und auch mit Aggressivität und auch sehr wach sein, weil eben die individuelle Qualität gar nicht rauskommen darf bei Paderborn an dem Spiel. Und dafür müssen wir sorgen. Also von daher halte ich das für ein sehr, sehr schwieriges Spiel und auch für einen sehr, sehr gefährlichen Gegner. Olli? Nochmal nachgefragt zu Fabian Holthaus, sollte er ausfallen, wäre dann Christian Dorder eine Alternative? Und falls ja, vielleicht können Sie nochmal zu Christian was sagen, der ja in den letzten Wochen, Monaten nicht so zum Zuge kam. Ja, also Christian Dorder ist immer eine Alternative, weil er auch über eine hohe Grundqualität verfügt. Die Problematik bei Christian Dorder ist einfach, dass er im Juli eine sehr, sehr schwere Knieverletzung hatte nochmal, dass er nochmal operiert werden musste. Und dass er danach aber sehr, sehr schnell zurückgekommen ist auch. Dann haben wir ihn eingebaut, auch zum Start, beziehungsweise jetzt auch zur Rückrunde. Und dann hat er einfach noch nicht so die Leistung gebracht, die wir uns alle von ihm erhofft haben oder die er sich auch wahrscheinlich selber erhofft hat. Und dann ist es so, dass die Konkurrenzsituation mit Fabian Holthaus natürlich da ist. Fabian hat das gut gemacht. In dem Moment musste Christian zurückstecken. Aber ich sage auch, dass Christian nicht nur linker Verteidiger spielen kann, sondern genauso gut auch in der Innenverteidigung oder auf der zentralen Mittelfeldposition zum Einsatz kommen kann. Wenn er die Chance bekommt, dann muss man da sein. Das habe ich gestern irgendwo gelesen, es hat ein Spieler gesagt, wenn man die Chance bekommt als Spieler, dann muss man liefern. Und das ist immer so. Jan. Das Spiel in Zwickau hat er jetzt ja einmal mehr gezeigt, dass es dem FC Hansa im Augenblick halt enorm schwerfällt, wirklich 90 Minuten auf dem konstant selben guten Niveau zu spielen. Da werden Sie ja sicherlich auch in den vergangenen Wochen schon irgendwie angesetzt haben. Haben Sie da jetzt überhaupt noch Ideen, wie man dem entgegensteuern kann?
Ja, also wir sind auch mit der Mannschaft, wir schauen die Videos an und wir analysieren die einzelnen Spielsituationen. Und für mich ist auch immer entscheidend, okay, was passiert in der Mannschaft, was geht in den einzelnen Spielern vor? Ich spreche viel mit jedem einzelnen Spieler, um rauszufinden, was ist da. Und auch im Mannschaftsprozess. Und letztendlich sind wir auch da zu dem Schluss gekommen, dass man halt 90 Minuten dann diesen einen Schritt, der in der dritten Liga gefordert ist, noch mehr machen muss. Und das ist dann auch gegen so eine Mannschaft wie Zwickau 60 Minuten nicht genug. Und es ist dann so, wenn dieser eine individuelle Fehler, der dann halt auch mal drin ist, der jedem passieren kann, der kann halt so ein Spiel zum Kippen bringen. Und Zwickau hat ja ganz, ganz so gespielt, wie man in der dritten Liga spielt. Die rennen, kämpfen, schießen die Bälle nach vorne und das muss man annehmen. Und wenn man das Spiel dann wirklich in Sack und Tüten haben will, dann muss man das 90 Minuten mitgehen. Und das weiß die Mannschaft, das haben wir nochmal deutlich angesprochen. Und ich glaube, das möchte sie auch gegen Paderborn mehr denn je umsetzen. Alle zufrieden? Alle Fragen beantwortet? Sehr gut. Dann bis Sonnabend im Ostseestadion.